Kartoffelgratin. Simpel in der Herstellung, schmeckt gratiniert, garantiert. Hier kommt mein Familienrezept. Wir brauchen folgende Zutaten: ca. 1 Kilogramm Kartoffeln, je nach Größe der Auflaufform, ca. 300 Milliliter Milch, bis die Kartoffeln fast bedeckt sind, 3 Esslöffel Olivenöl, schwarzen Pfeffer, 1,5 Teelöffel Salz. Als erstes wird der Backofen auf 180 Grad Umluft vorgeheizt. Die Kartoffeln werden geschält. Und dann in ca. 2 mm dicke Scheiben geschnitten. Am besten so, dass die Kartoffel noch die Form behält. Das erleichtert gleich das Auslegen in der Auflaufform. Das Olivenöl wird grob auf dem Boden der Auflaufform verteilt. Die in Scheiben geschnittene Kartoffel wird in die Auflaufform gelegt und vorsichtig fächerförmig auseinandergedrückt. So weit, dass die Scheiben noch um etwa 2/3 überlappen. Der Boden der Auflaufform sollte vollständig bedeckt sein. Die Milch wird über die Kartoffeln gegossen, bis die Kartoffeln fast bedeckt sind. Dann mit Salz und Pfeffer würzen. Bei diesem Rezept handelt es sich meiner Meinung nach um die denkbar einfachste Variante eines Kartoffelgratins. Wer mag, kann noch Kräuter und etwas geriebenen Käse ergänzen. Manchmal ist aber weniger mehr. Dass die Milch im Ofen recht große Blasen bildet, ist normal, also nicht erschrecken. Nach 40 bis 45 Minuten im Ofen ist das Gratin fertig. Ich hoffe, das Video war verständlich und hat euch gefallen. Viel Spaß beim Nachmachen. Es lohnt sich.